Hey meine Rambas, ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit mir, meiner Wenigkeit als Kommentator und dem Mr. Painelsbigger. My Painelsbigger. Was ist ein Painel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es größer. Ich habe echt keine, ich rate. Naja, halb so wild und eigentlich vollkommen egal. Auf jeden Fall spielt er für uns den Rheinmetall-Borsig auf der Karte Klippe. Und wir sehen die in Anführungszeichen kleine Kanone. Also die kurze mit dem dicken Kaliber. Und auch vorne ein paar fiese Ringe drauf. Da weiß man, okay, theoretisch könnte er wissen, was er hier mitmacht. Auf jeden Fall bekommt er hier den ersten Hitpoint abgezogen. Aber dafür wird er geschoben. Okay, oder er wird gedreht, je nachdem. Und eigentlich, normalerweise wird gerne mit dem TD hinten gestanden, aber er fährt gleich hier deutlich weiter an die Front als sonst. Normalerweise, da wo der IS-3, naja, wo der 150 oder der IS-3 sitzt, also da hinten, da wird nämlich ganz gerne auch gecampt mit dem TD. Aber wie wir sehen, das macht er nicht. Natürlich Vorteil, er ist das Top-Tier. Mit dem 8er ins 6er, 7er, 8er Gefecht gekommen. Das macht Spaß. Wobei mit der Waffe kommt er aber auch bei 9er gut durch. Aber man sieht, der IS-3. Ich kann mir so vorstellen, wie der IS-3 da so entlang fährt und so denkt so, ja, da ich schau mal so in die Mitte. Bäm! 818 Schaden. Das ist fies, das mag man nicht. So, und der ES3, der wartet jetzt schon förmlich auf ihn. Muss auch aufpassen, eine Arti. Und der Rheinmetall, den darf man jetzt nicht als deutschen Stahl betiteln. Der Rheinmetall ist so deutsches Stählchen. So könnte man es sagen. Also, wirklich viel hält der da nicht ab. Da kommt er nicht. Ah, jetzt hat er geschossen. Seine Chance. Jupp. Und jupp. Der Nachteil übrigens an der Kanone. Also A, natürlich ein längerer Reload. Dann weniger Durchschlag. Aber, und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, die Bewegung. Die Granate fliegt auf Weitdistanzen sehr konisch und langsamer als die mit dem langen Rohr. Also natürlich da, jeder hat so andere Präferenzen, aber man muss es auf jeden Fall erwähnt haben. Da hat der Schuss gesessen, 643 Schaden, aber man hat schon direkt gesehen, wie die Granate geflogen ist, also wie die Flugbahn da ist. Ist nicht so easy. Hat jetzt Glück, dass jetzt hinter ihm kein Gegner ist, sondern sein Team schon so weit gedrückt hat. Dementsprechend kann er hier weiter zurückfahren. So, und jetzt ist die Frage, wo ist der Tiger? Oh, da ist er. Und da ist er weg. Und auch da hat man es jetzt wieder gut mit dem Tiger gesehen, wie die Granate so fliegt. Aber er ist kein Angsthase. Also die Gegner sind alle nicht immer allzu weit entfernt von ihm. So, jo. Der KV-85, der ist definitiv weg, egal was da auf seinem Turm stand. So, jetzt lädt er Premium, weil er da unten die schweren erwartet. Das ist übrigens eine saudoofe Angewohnheit, die ich an den Tag gelegt habe, dass ich Achtener sage, weil ich jetzt zurzeit in meinem Beruf als Autoverkäufer, der ja bei BMW tätig ist, viele wissen es ja, sage ich eben nicht sowas wie 1er, 2er, 3er, sondern 1er, 2er, 7er und so. Deswegen seht es mir nach, das rutscht mir raus. Ist aber keine Absicht. So, jetzt kommt der Ferdi da hoch, der will ihn haben. Oh, jetzt kommt er aber gut aufs Dach. Ah ja, gut aufs Dach. Und dementsprechend kann er ihn hier wegmachen. Da unten muss er jetzt aufpassen, dass der Tiger 2 nicht vorrückt, aber da hat er gutes Backup eigentlich unten auf der 1er-2er-Linie von seinem Team.
Und jetzt kann er hier oben gleich mal ein bisschen snipen. Nochmal eine Premium-Granate hier drinnen. Und da nimmt er die Su raus. Gleich voll den Damage gemacht. Und jetzt lädt er wieder auf normal. Sieht man unten auch wieder ganz gut. Da kommt er jetzt nicht drauf auf den VK. Wobei den er gerne machen würde. Der hat eine schöne Hitpoint-Anzahl. Jetzt kommt er drauf. Genau, schöne Hitpoint-Anzahl. Deswegen meine ich 770 auch da weg. Sein Krieger hat er damit eingetütet. Und ja, hinten noch ein anderer Rheinmetall. Auf den kommt er jetzt aber aktuell nicht drauf. Jetzt kommt er drauf. Jetzt kann er einaimen. Und jetzt auch da 764 und weg ist er. Jetzt sind unten da die letzten beiden. Und da will er jetzt auch nochmal eine Granate drauf bekommen. Was mehr als nachvollziehbar ist. Ich würde auch sofort runterfahren. Und da hat er doch schon den ersten aus der Fahrt heraus. 771 Schaden. Und jetzt, bevor er zerstört werden kann, wird er rausgenommen. Ja, schöne Runde. Sehr schnell. 5 Minuten 53 Sekunden hat es nur gedauert für 6956 Schaden. 11 Schüsse gefeuert. 11 Hits davon gemacht. Und 11 Mal den Gegner durchschlagen. Sehr schönes Ergebnis. Von dem her Daumen nach oben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr wisst, ein Abonnement ist gerne gesehen, sowie ein Daumen oder ein Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.